Und damit Gummo 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 zusammen. Freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut, ja. Lasst uns heute mal über prinzipiell zwei Dinge reden, die an diesem Wochenende anstehen. Einige von euch haben es schon mitbekommen. Ich habe es quasi in den letzten Streams und auch beim Lego Star Wars Real Talk Video thematisiert. Und nein, es soll heute nicht um Lego gehen. Zumindest nicht groß. Denn es hat sich natürlich nicht allzu viel geändert, wie ihr am Kanal sehen könnt. Kein Lego Star Wars Let's Play. Das soll auch schön so bleiben. Was heißt schön so bleiben? Ich finde es irgendwo schade. Ich sehe ja auf Social Media, das scheint ein sehr gutes Spiel zu sein. Nur, naja, egal. Einige haben es mitbekommen. Zum einen will ich heute über das Mario Kart 8 Turnier reden mit Preisgeld. Ja, es soll stattfinden und zwar noch dieses Wochenende. Und zum anderen das Minecraft Nintendo Switch Let's Play. Wir prayen, dass das Minecraft Let's Play kommt. Und es kommt. Ja, es geht in eine weitere Staffel, könnte man sagen. Darum soll es heute gehen und ich fange direkt mal mit Zweiterem an. Also der Plan zu Minecraft jetzt, ja, ist, dass ich morgen quasi das Minecraft Switch Let's Play starte. Und ihr müsst euch vorstellen, dann ist quasi so diese heilige Dreifaltigkeit vereint. Dann habe ich alle drei heiligen Minecraft-Editionen, die man zocken kann. Wobei eigentlich sind es vier. Aber dann macht das mit Trinity nicht so viel Sinn. Jedenfalls, Minecraft Wii U habe ich ja damals tot gespielt. Minecraft in der Nintendo Switch Edition 2017. Und ja, jetzt wird es dann auch langsam Zeit mit der Bedrock Switch Edition, beziehungsweise eben der, ja, man, sagt man immer noch Bedrock dazu? Ist es der richtige Begriff? Ich habe hier und da mal so den Eindruck, dass es da andere Namen gibt. Jedenfalls das neue Caves and Cliffs Update ist ja draußen, wie ihr mitbekommen habt. Es ist jetzt auch nicht erst seit gestern draußen, sondern schon seit ein paar Monaten und ich dachte mir, hey komm, jetzt wo der zweite Part vom Caves and Cliffs Update da ist, kann man da auf jeden Fall mal reinlunzen in den Aal. Das ist so ein bisschen der Plan. Ich hatte angedacht zu diesem Let's Play 100 Parts an der Zahl zu machen. Das heißt, es wäre ein Projekt, das uns für mindestens 3 Monate auf dem Kanal begleiten wird. Okay? Ding ist aber, wie ich im Lego-Video schon gesagt habe, Let's Plays sind tot. Ja? Jedenfalls Let's Plays zu Spielen, die schon seit Jahren existieren. Und Minecraft ist ein Spiel davon. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es da draußen dann doch noch die ein oder anderen Brüder gibt, die mit, die eben Bock auf diese Minecraft-Videos haben, vielleicht damals schon Bock gehabt haben, heute dann wieder oder vielleicht auch eben, ja, neue Zuschauer oder so. Weil ich halt nicht weiß, gibt es Leute, die aktiv nach so etwas noch suchen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Minecraft Singleplayer ist doch eigentlich tot, sind wir doch mal ganz ehrlich. Aber ich habe angedacht, 100 Parts dazu zu machen. However, ja, wenn ich sehe, das Projekt bekommt keine Liebe von euch, dann mache ich nur 50, okay? Dass das klar ist. Also, das Ding ist halt, wie gesagt, 3 Monate und in 3 Monaten kommt heilige Scheiße, da kommt einiges raus, ja. Wir haben zum einen, ja gut, es ist jetzt Ende diesen Monats, kommt ja Nintendo Switch Sports raus. Lass uns darüber auch nochmal ein bisschen reden. Das soll ja auch, ich habe darauf natürlich auch, ich habe damit geplant. Genauso wie ich damit mit, ne, genauso wie ich mit Lego geplant habe, plane ich auch mit Nintendo Switch Sports. Und bei Nintendo Switch Sports, sagen wir mal so, da sieht es gut aus, dass ich pünktlich entweder einen Key bekomme, einen Review Key, einen Review Code, oder dass ich mir das Spiel eben vor Release wieder im Laden hole, weil, ja, Review Key gibt es erst am Freitag oder so. Weiß ich nicht. Ne? Kein Bock drauf zu warten. Deswegen halt irgendwie Mittwoch oder so schon das Spiel kriegen und dann Song. Und ja, das ist, also wirklich, ne? Switch Sports ist geplant. Ich meine, ich habe ein Let's Play zu Wii Sports gemacht. Da muss ich auch ein dediziertes Let's Play zu Switch Sports machen. Es wäre einfach der logische Nachfolger so. Und apropos logischer Nachfolger, kommen wir zu Minecraft zurück so, ja. Ich habe zugegebenermaßen die Bedrock Edition
von Minecraft schon mal gespielt vor 2 Jahren. Einige erinnern sich noch mit dem Community Let's Play. Aber Community Let's Play ist jetzt für mich zumindest nicht die gleiche Ebene wie ein, ich sag mal, richtiges Minecraft Let's Play. Ja, jetzt habe ich hier wieder diesen Two-Bow-Move gemacht mit von wegen YouTuber-Musik, richtiger Musik. Ja, es, ja, jetzt bin ich wieder wahrscheinlich gecancelt. Man kennt es. Aber, wie gesagt, Community ist für mich so der Unterschied, dass man eben mit der Community zockt. Und das ist gesondert auf diesem Kanal so. Ja, ich hatte ja 2 Let's Plays zu Minecraft Community gemacht und die betrachte ich halt, ich sag mal, getrennt voneinander. Auf der anderen Seite wiederum, ja, Minecraft Wii U, Minecraft Switch Edition und halt jetzt Minecraft Bedrock endlich auch mal im Singleplayer anzufassen, mit dem Caves and Cliffs Update, sich anzuschauen, was es alles für nicht nur neue Biome gibt, sondern was sich tatsächlich innerhalb der Caves und Cliffs geändert hat. Das möchte ich in diesem Let's Play so ein bisschen mit euch erkunden und auf den Grund gehen. Und wie gesagt, 50 Parts mindestens, und wenn ich eine Art, ich weiß nicht, welchen Richtwert ich nehmen soll, um zu sagen, okay, wir machen 100 oder wir machen doch erst, oder wir machen doch 50. Ja, ich werde das Ganze aber so nach Augenmaß bewerten. Das kann ich euch sagen. Ne? Und das soweit auch dazu. Ich denke, ich hätte jetzt zu Minecraft alles gesagt. Das sollte es hier gewesen sein. Morgen im Laufe des Tages, vielleicht am Morgen, vielleicht mittags, da schaue ich nochmal, wann ich das hochlade. Es gibt da wahrscheinlich auf Instagram oder auf dem Discord gibt es dann Infos dazu, wie es da aussieht mit dem Start. Aber es soll endlich losgehen. Jetzt kommen wir zum Mario Kart Turnier. Und da kommen wir direkt schon mal zu einem gewissen kleinen Problem. Wobei, ob das jetzt ein Problem ist oder nicht, ich glaube, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe eine E-Mail von Nintendo bekommen. Also so eine Werbe-E-Mail jetzt. Und in der habe ich von einem Turnier mitbekommen. Und zwar so einen Seasonal Cup, das unglücklicherweise morgen irgendwie losgeht. Und zwar irgendwie ab 18 Uhr oder so. Und das geht halt komplett in meine Streaming-Zeit rein, wenn ich halt bedenke, okay, der Plan war ja Samstag abends dieses Mario Kart Turnier zu machen. Und ich will Nintendo diesen Spot jetzt nicht unbedingt wegklauen oder da auch nicht stören oder reingehen oder so. Vielleicht gibt es ja auch Leute von euch, die dort teilnehmen wollen. Und ich habe gesehen, es gibt schon einige, die da irgendwie dran teilnehmen wollten. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, das Mario Kart Preisgeldturnier gibt es nicht Samstagabend zu der Zeit, in der eben dieses Turnier ist, sondern Sonntag. Ich habe mir nämlich gedacht, hey, let's go, ja, stör Nintendo und stör den Spot nicht von den Brüdern, die sich da schon darauf eingestellt haben zu gewinnen und so und sich dann da irgendwie voll reinstressen oder so. Just in case, dass es da Leute gibt, die da auch reingehen. Auf der anderen Seite eben, ja, wie gesagt, ist halt unglücklich gelaufen, das irgendwie auf Samstagabend zu planen, aber der neue Termin ist Sonntag. Also, folgendermaßen sieht die Sachlage aus. Wir fahren auf 150 CCM Basis, ohne Teams, ohne Haare ziehen, ohne treten, ihr wisst es. Items habe ich auf Standard soweit gelassen. Die Gegner, also die Comms, sind auf leicht. Ich habe Comms eben mit ins Turnier reingehauen, damit die Räume, die sich vielleicht gerade erst gebildet haben, nicht irgendwie nur aus 3 Spielern bestehen und ja, dann versuch mal Punkte zu bekommen. Dementsprechend, ich will allen Leuten, die in Gruppen sind, die gleichen Chancen geben, deswegen Comms auf leicht. Alle Fahrzeuge natürlich Schlauchsteuerung auf aus. Man kennt den Lachs. Und wie gesagt, Sonntag, der 10. April, ab 10.30 Uhr. Und das Ganze geht bis 12 Uhr. Also wir machen ein Turnier, das 1,5 Stunden geht. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Zeit da reinhämmern. Oder ich wollte jetzt auch nicht das Ganze irgendwie zu lang werden lassen oder so. Daher 1,5 Stunden freie Fahrt voraus, ja. Und unbegrenzte Rennen
Ich meine, man kann sich jetzt ausrechnen, wie viele Rennen man in 1,5 Stunden schafft, aber ich habe jetzt mal auf unbegrenzt gemacht. Und die Gegner werden natürlich jede vierte Partie gewechselt. Der Code ist erforderlich und den Code werden wir jetzt wahrscheinlich generieren. Aber Spielerlevel natürlich auch offen für alle. Und ja, hier haben wir das Turnier, meine Brüder. Das der gute alte JGP. Die kompletten Kicks gehen hinaus. Hier ist der Code. Kommen Sie heran. Und ja, es würde mich sehr freuen, euch dann beim ja, J-Turnier, beim JGP zu sehen. Volume 1, vielleicht wird da ja was öfter draus gemacht. Man weiß es nicht so genau. Ja. Ding ist jedenfalls, JGP, ganz kurz dazu, Preisgeld, ja, wurde ja gerade gesagt, ich biete dem Gewinner eine 15 € eShop-Karte. Und ja, also ich sag jetzt mal so, ja, 15 € eShop-Karte ist natürlich recommended. Wenn es aber irgendeine Guthabenkarte gibt, die der Gewinner gerne möchte, dann können wir das auch gerne besprechen, dann im Privaten auf Discord oder so. Aber jedenfalls, ja, weitere Infos zu diesem Turnier wird es dann auch auf Discord geben, aber genau dem Gewinner winkt eine eShop-Karte aller 15 € und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr mitmachen würdet und generell auch, wenn ihr Bock auf das Minecraft-Let's Play habt. Habt ihr Bock drauf? Seid ihr da morgen am Start? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare hinein und ansonsten würde ich sagen, haben wir uns doch soweit hier ausgekotzt und sehen uns morgen in alter Frische bei Minecraft Switch Staffel 3, wenn man das so nennen möchte. Ja, von daher gesehen. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch doch wohl und tschüss. Noch mal.